Ja, Leute, ganz kurz bevor es anfängt, das ist hier ein Re-Upload, denn das Video habe ich vor ein paar Wochen hochgeladen und YouTube hat es gesperrt wegen unangemessener Inhalte. Ich nehme an, das war der Bidos, den ich reingepackt habe, der ja für YouTube wohl ein bisschen zu viel war. Ich weiß zwar nicht warum, aber das Video wurde gesperrt, das ist ein Re-Upload, ich habe ihn rausgemacht und deswegen, ja. Ich werde bei der Endcard ein bisschen näher auf das Thema eingehen, aber jetzt genießt erstmal das Video, falls ihr noch nicht gesehen habt oder falls ihr das Ganze rewatcht. Bulma, Krillin und Gohan waren auf dem Weg nach Namek und eine Woche ist nun vergangen. Bulma hat sich freizügig gemacht für die Einschaltquoten und Krillin kämpft mit Gohan in seinen Gedanken und verliert auch da. Währenddessen kommt Vegeta auf dem Freezer-Planet 79 an, dort heilt er sich und erfährt von Kiwi, dass Freezer durch den Scouter über die Dragon Balls Bescheid weiß und auf dem Weg nach Namek ist. Nach 34 Tagen insgesamt erreichen Krillin, Bulma und Gohan dann Namek. Bevor Bulma checkt, ob der Planet Sauerstoff hat, gehen Krillin und Gohan einfach raus, aber es ist nochmal gut gegangen. Nicht mal 2 Minuten da sehen sie schon Vegetas Raumkapsel. Daraufhin sehen wir auch gleich Freezer, der bereits 4 Dragon Balls in seinem Besitz hat. Wir als Zuschauer sehen auch die namekianischen Dragon Balls, die größer sind als die irischen. Da wird wohl jemand etwas kompensieren wollen. 2 Freezer-Soldaten zerstören dann Bulmas Raumschiff und bekommen von Krillin und Gohan dann eins auf die Mütze und ertrinken dann wegen den beiden. Mann, der erste Mord ging aber echt schnell in dem Arc. Vegeta setzt dann vor Kiwi seine Kraft von 24.000 frei und tötet diesen dann auch. Nachdem Krillin und Gohan Freezer gesehen haben und geschockt waren, gingen sie selber ninja-mäßig los. Bulma blieb zurück und machte erst einmal Urlaub. Ich habe gehört, Namek soll nämlich ein ziemlich gutes Urlaubsziel sein. Im Krankenhaus bekommt Son Goku dann magische Bohnen verschrieben und stellt damit vor dem praktizierenden Arzt sein gesamtes Medizinstudium in Frage. Goku macht sich dann mit dem Raumschiff von Bulmas Vater, welches durch Gokus Saiyajin-Kapsel gebaut worden ist, auf dem Weg nach Namek, was 6 Tage dauern soll. Eigentlich ziemlich cool, dass die Kapsel, die ihn gerettet hat, Jahre später die Saiyajins rächt. Tja, Freezer, im Endeffekt hat wohl doch Bardock gewonnen. Würde ich jetzt gerne sagen, wenn du nicht mal wiedergekehrt wärst und aktuell machen darfst, was du willst. Ja, wie dem auch sei, Son Goku ist auf dem Weg und trainiert unter erhöhter Schwerkraft. Gohan und Krillin beobachten die Freezer-Armee und sehen einen Soldaten, den wir aktuell im Dragon Ball Super-Manga haben, der legendäre Cranberry. Die 3 Namekianer der Kämpferrasse töten zwar einige Freezer-Soldaten, aber können eigentlich nicht viel ausrichten, doch sie schaffen es, die Scouter zu zerstören. Dodoria dreht dann durch und tötet die 3. Den einen durchbohrt er mit seinen ekligen Fingern, den anderen kotzt er an und den letzten gibt er einen Risikotackle. Er tötet dann auch den Chef des Dorfes und ein Kind, doch bevor er Dende töten kann, geht Son Gohan dazwischen. Sie flüchten dann mit Dende und Dodoria fliegt hinterher. Doch bevor sie einholen kann, gibt Krillin Dodoria einen Lehrkurs in Dragon Ball Classic Lehre und haut eine Sonnenblende ins Gesicht von Dodoria raus, wenn man das überhaupt so nennen kann. Dodoria findet sie dann ohne Scouter nicht wieder und zerstört die gesamte Umgebung. Aber das bringt ihr nichts, weil die 3 schon längst über Dodoria geflogen sind und da er sie nicht bemerkt hat, macht er sich vom Acker. Dort trifft er schnell auf Vegeta, der ihn erstmal baden lässt, damit der Kampf nicht so eklig wird, weil Dodoria halt übertrieben heftig stinkt. Dodoria hat aber keine Chance, deswegen will er sein Leben erkaufen mit einer Information. Dodoria klärt Vegeta auf, dass Freezer hinter der Ausrottung der Saiyans stand. Davor dachte Vegeta, ein Meteorit wäre schuld gewesen. Ja, Vegeta, ganz zufällig, wo Freezer alle Saiyajins versammelt hat, hat ein Meteorit Planet Vegeta zerstört. Aber natürlich. Selbst Shaozu könnte hier 1 und 1 zusammenzählen. Ehrlich, Vegeta. Wie dem auch sei, Vegeta tötet Dodoria trotzdem. Vegeta trifft dann auf die Truppe von Krillin, aber kann sie nicht ganz orten. Ein Fisch rettet die 3 dann, weil Vegeta dachte, die Präsenz würde von dem Fisch ausgehen. Krillin nimmt sich dann vor, nie wieder Fisch zu essen. Bulma lernt dann Mini Piccolo kennen und lässt Gohan und Krillin wissen, dass Goku auf dem Weg nach Namek ist. Vegeta macht sich dann auf in ein Namekianer-Dorf, wird als Alien betitelt und macht das Dorf nieder. Vegeta bekommt also die Kugel und bunkert sie unter Wasser. Dende erklärt dann, dass der Oberälteste als einziger die Katastrophe damals überlebt hat und alle Namekianer geboren hat, also auch Dende, der sein 108. Kind ist. Im Gegenzug erfährt Dende dann, was eine Frau ist. Das Dragon Ball Game of Thrones sieht aktuell wie folgt aus. Vegeta hat einen Dragon Ball gebunkert. Freezer hat 5 gesammelt und macht weiter. Der letzte ist im Besitz des Dorfältesten, zu dem sich Krillin jetzt aufmacht. Krillin stellt sich dann einen Plan zusammen, den wir schon oft gehört haben und noch oft hören werden in der ganzen Dragon Ball Geschichte. Zeit schinden und auf ein Wunder hoffen, in Fachkreisen auch bekannt als die Ach, Goku regelt das schon Taktik. Yamshu, Tenshinhan, Piccolo und Shaozu sind dann bei Meister Kaio angekommen, schneller als Son Goku wohlgemerkt. Ich meine, das macht ja auch Sinn, sie haben mehr auf der Erde trainiert und sind viel stärker geworden, aber dass es Shaozu schneller geschafft hat, das ist ja mal eine mega Verarsche. Meister Kaio erfährt dann davon, dass Freezer ihr Gegner ist und sagt, er sei unbesiegbar. Ja, Meister Kaio, haben sie den Typen vergessen, der, ich weiß auch nicht, ihren Planeten schrumpfen ließ? Krillin und Dende verstecken sich und es kam zum Kampf zwischen Vegeta und den komischen Typen aus eurer Klasse, der immer zu viel Haarspray benutzt, also Sabon. Krillin nutzt den Kampf aus, um mit voller Kraft zu fliegen. Da Sabon keine Chance hat, wechselt er von seiner hässlichen Form zu seiner noch hässlicheren Form, auch bekannt als
Ultra Dodoria Modus. Sauber macht dann Vegeta fertig, doch er kann entkommen. Durch einen leckeren Saiyajin Senkai Boost wird Vegeta aber nochmal viel stärker. Freezer holt dann das Ginyu Kommando, weil er spürt, dass sich Goku ihm nähert, und Sabon geht nochmal zurück, um den krabbelnden Vegeta aufzusammeln. Angekommen beim Dorfältesten Guru lässt Krillin sein Potenzial entfalten und nimmt den Dragon Ball an sich. Gohan macht sich dann auf den Weg, Vegetas Dragon Ball zu klauen, während Vegeta die Freezer-Basis austrickst und die von Freezer klaut. Vegeta zu fassen stellt sich dann als außerordentlich schwierig heraus, weil die Hinterwäldler von Freezer keine Auren spüren können. Vegeta trickst dann nach und nach immer wieder Freezer aus und schafft es erfolgreich, mit den Dragon Ball zu flüchten. Der gehypte Krillin fliegt dann mit voller Kraft an Vegeta vorbei und so bemerkt er das auch, ein fataler Fehler. Sabon trifft dann auch ein und Bulma verliebt sich für eine Sekunde in ihn, doch dann zeigt er sein wahres Gesicht. Doch dieses Mal ist es einseitig. Vegeta macht Sabon absolut platt und tötet ihn. Mann, Vegeta ist zwar in dem Arc kein Arsch, aber er ist auch verdammt cool. In Vegetas Kopf hat er es damit geschafft. Er hat 5 Kugeln von Freezer geklaut, die von Krillin bekommen und eine gebunkert. Problem ist nur, dass der kleine Son Gohan die Kugel, die Vegeta gebunkert hat, geklaut hat. Doch das weiß Vegeta nicht. Deswegen lässt Vegeta Krillin und seine zukünftige fürs erste leben. Gohan trifft zwar auf Vegeta, aber Gohan verheimlicht, dass er ihn bestohlen hat, also kommt er mit einem Tritt in die Magengrube davon. Mann, Vegeta wäre aber auch echt ein guter Lehrer gewesen. Übrigens, der Dragon Ball, der sie gerettet hat, war der mit den 4 Sternen. Vegeta findet die Verarsche jedoch schnell raus und wird wütend, kann aber Krillin und Co. nicht mehr finden, da sie geflüchtet sind. Bulma macht dann Mittag und Gohan geht mit Krillin zu Guru. Vegeta bleibt nichts übrig, als die Situation abzuwarten, währenddessen trainiert Goku im All bei 100-facher Schwerkraft und bringt sich dabei mehrere Male fast immer wieder um. Goku hat verstanden, dass die Saiyajins so immer stärker werden. 4 Tage ziehen also ins Land auf dem Planeten, auf dem es niemals dunkel wird. Gohan und Krillin sind immer noch nicht angekommen, da sie ohne Energieausstoß nur langsam vorankommen. Sie entscheiden sich dann zu fliegen und Vegeta bekommt das sofort mit und macht sich hinterher. Krillin hält Vegeta hin und Gohans Potenzial wird entlockt. Es soll nicht das letzte Mal bleiben, dass Gohan ein Free-DLC bekommt. Da das Genio-Kommando bald eintrifft, tun sich Vegeta, Krillin und Gohan dann zusammen. Die Power Rangers treffen dann also ein und Toriyamas Sohn war glücklich, denn dieser mochte diese Art von Charaktere und deswegen hat Toriyama sie auch eingeführt. Vegeta und Co. treffen also auf die Genio Force. Beim Versuch, die Dragon Balls wegzuwerfen, ist Bata zu schnell und beim Versuch, sie zu zerstören, verschwinden die Kugeln wegen Gohans Zeit. Technik. Genio zieht dann mit den Dragon Balls wieder ab, also er klaut sie von Vegeta und Co. Gohan wird dann von Son Gohan und Krillin platt gemacht, doch seine Kräfte, die er vom schwarzen Magier ausgebockt hat, lassen ihn den Kampf gewinnen. Naja, wäre dann nicht Vegeta gewesen, der Gohan einfach mal köpft, was im Anime natürlich so nicht vorkam. Danach fetzen sich Vegeta und Rikum. Es sieht kurz so aus, als würde Vegeta diesen platt machen, doch der wollte nur seinen Brustpanzer zerstört haben, damit er seine wundervolle Ballettpose zeigen kann. Danach bekommt Vegeta nämlich ordentlich auf die Fresse. Doch er hat Glück, Son Gohan rettet ihn vor dem Kotzstreu und Rikum sprengt sein Maul wegen Krillin selbst, weil er ihn halt gekickt hat und deswegen sollte Rikum dringend mal zum Zahnarzt gehen. Mit einer grazilen Umdrehung bricht Rikum dann aber Krillin alle Knochen. Nay macht dann einen 31er und dreht um, er wollte nämlich ursprünglich der Truppe Z helfen, aber hat sich dann umentschieden und ist dann wieder zu Guru geflohen. Freezer wird dann richtig verarscht, er hat so gut wie alle Namekianer getötet und nun braucht er jemanden, der Namekianisch kann, um die Dragon Balls zu benutzen. Gohan schickt sich dann tapfer, wie man das von einem Sohn von Son Goku erwarten würde, doch schlussendlich geht auch ihm die Kraft aus. Doch Rikum hat jetzt so richtig verkackt, denn Son Goku ist auf Namek angekommen. Es ist eigentlich ähnlich wie bei der Saiyajin-Saga. Goku, der Bohnendealer, verteilt wieder seine Ware. Und auch hier hat Goku wieder übernatürliche Fähigkeiten. Er kann die Gedanken von Krillin lesen. Ich weiß zwar nicht, wie Schwerkrafttraining einem so eine Fähigkeit geben, aber er hat es drauf und danach nie wieder benutzt. Nur fürs Protokoll. Nachdem Son Goku hier wieder mal seine Gegner am laufenden Band verarscht, reicht ein Schlag für unsere Prinzessin komplett aus. Er ist K.O. Vegeta erfasst dann, dass Son Goku seine Kampfkraft nur für einen kurzen Augenblick erhöht und deshalb die Scouter das nicht erfassen können. Für Jis und Bata reicht ein einziger Schrei von Son Goku aus, um sie auf Abstand zu halten. Wie Goku Jis und Bata hier verarscht, darf eigentlich gar nicht mehr legal sein. Hi. Das kann doch wohl nur ein schlechter Scherz sein. Ich will sofort wissen, wie du so fix hinter mich gekommen bist. Na, ich hab mir ein Taxi gerufen. Schlussendlich macht auch Bata ohne Probleme alle, Jis haut ab und die Müllabfuhr kommt, um den Müll zu entsorgen. Übersetzt heißt das, Vegeta kommt und tötet Rikum und Bata. Ganz ehrlich, im Namek-Arc war Vegeta eigentlich nicht mehr als das Messer von Toriyama, um einige Charaktere zu beseitigen. Ginyu und Jis ergreifen dann Gegenmaßnahmen, nachdem sie bemerkt haben, dass ihre Pose zu zweit blöd aussieht. Das erste Mal in der Geschichte von Dragon Ball kämpfen Goku und Vegeta dann richtig zusammen und Krillin macht sich mit Son Gohan auf dem Weg zu den Dragon Balls. Aber Vegeta verarscht Son Goku und macht sich dann wieder hinter den Dragon Balls her, also ist es technisch gesehen nicht das erste Mal. Gokus Stolz packt ihn dann und er zeigt Ginyu seine Power bis 180.000 mit der Kaioken, mehr packt er aber erstmal nicht aus. Guru macht Dende währenddessen zu einer Art Nachfolger und Freezer klopft dann an. Ich weiß zwar nicht wieso, aber Freezer gibt hier Nail ziemlich viele Komplimente über sein Aussehen und das ist nicht mal ein Joke, den ich reingepackt habe, das
ist halt wirklich so passiert. Doch Nails Kampfkraft von 42.000 ist nichts gegen die von Freezer, die 530.000 beträgt. Währenddessen rammt sich Genio seine Finger in die Brust und tauscht mit Goku die Körper. Damit wurde der erste Goku Black geboren. Vegeta hat ja zuvor Goku im Stich gelassen und das hat er getan, um sich zu duschen und sich wieder fresh zu machen. Ich meine, er muss ja später für Bulma gut aussehen. Bei den Dragon Balls angekommen, lassen sich Krillin und Gohan von Genio verarschen, doch Genio kommt im Körper von Goku nur auf schlappe 23.000. Da Toriyama mittlerweile die Kampfkräfte satt hat, sagte Jis bei Vegetas Kraft nicht mal mehr eine Zahl. Naja, das hätte ihn auch nicht geholfen, da Vegeta ihn sowieso getötet hat. Gleich danach macht Vegeta Son Genio alle und Goku nutzt die Gelegenheit, um wieder mit Genio den Körper zu tauschen. Der nächste Körpertausch von Genio mit Vegeta geht dann auch in die Hose, weil Goku einen Frosch auf den Strahl wirft, aber hey, Genio-chan werden wir schon sehr bald wiedersehen. Vegeta heilt dann Goku mit Hilfe eines alten Heilbehälters und Gohan und Krillin bekommen Kleidung von Saiyajin Supreme. Nail hält Freezer nur hin und der macht sich dann auf zu den Dragon Balls. Denn der verrät Gohan und Piccolo die Losung für die Dragon Balls und sie benutzen sie, während der Prinz der Saiyajins ein Schläfchen hält. Sie treffen dann Purunga. Er kann zwar drei Wünsche erfüllen, aber kann nicht mehrere gleichzeitig wieder lebendig machen. Mit dem ersten Wunsch machen sie Piccolo wieder lebendig, damit es die irdischen Dragon Balls wieder gibt und mit dem zweiten holen sie auf Namek. Der dritte ist frei und wäre an Vegeta gegangen, der unsterblich geworden wäre. Aber Guro ist vorher gestorben, also konnte der nicht erfüllt werden. Es kommt zum finalen Showdown gegen Freezer. Währenddessen vereinigt sich Piccolo mit Nail. Freezer prallt dann damit, dass er damals König Vegetas Arsch versohlt hat, aber das juckt Vegeta nicht, weil schon als Kind war er stärker als sein eigener Vater. Freezer geht also in den zweiten Gang, ist nun doppelt so stark und hat eine Kampfkraft von über 1 Million. Für die, die immer noch mitzählen und die Balkendiagramme rausholen möchten. Freezer durchbohrt dann Krillin und ich frage mich, warum muss Krillin eigentlich immer als erstes leiden? Wenigstens konnte er so Dende retten, seinen zukünftigen Gott. Son Gohans DLC zeigt dann Früchte und er gibt Freezer richtig aufs Maul. Doch kurz danach fängt er sich selber eine Schelle von der Marke Freezer. Son Gohan kämpft zwar tapfer weiter, aber wird nur gequält, bis er von der Energiediskus von Krillin gerettet wurde. Die hat nämlich eine Scheibe von Freezers Schwanz abgeschnitten. Krillin hat einfach im Kampf gegen Freezer mehr erreicht als Vegeta. Krillin konnte deshalb wieder kämpfen, weil Dende nicht nur aussieht wie eine magische Bohne, sondern auch so funktioniert und deshalb konnte er auch Son Gohan heilen. Und ich stelle hier ernsthaft die Frage, aus was magische Bohnen eigentlich gemacht werden, Meister Quitte. Piccolo taucht dann auf und nimmt es mit Freezer auf. Nach einem kurzen Warm-up machen Piccolo und Freezer dann ernst und Freezer geht auch in die dritte Form, die nun viermal so stark ist wie seine Ursprungsform, also weit über 2 Millionen. Zum Design von dem Eierkopf sagen wir einfach mal gar nichts. Freezer war nicht nur der Sensei von Tao Bai Bai, nein, er war auch der Sensei von der CP9. Deswegen holt er hier die Fingerpistole gegen Piccolo raus. Gohan und Piccolo nehmen es dann mit Freezer auf, Vegeta wirkt dann wie ein Junkie und fleht Krillin nach weiteren Stoff an. Beziehungsweise, übersetzt heißt das, er möchte, dass Krillin ihn durchlöchert, damit Dende ihn heilt und er nochmal einen Zenkai-Boost bekommt. Aber Dende zieht den größten 31er überhaupt ab, er weigert sich einfach Vegeta zu heilen und deswegen... ja, versauert Vegeta einfach. Dende heilt dann Piccolo und kann Dende davon überzeugen, Vegeta doch noch zu heilen. Damit kommen wir auch zur finalen Form von Freezer. Freezer ist zwar viel stärker, aber da Vegeta denkt, dass er durch den Senkai-Boost zum Super Saiyan geworden ist, wird er überheblich. Freezer macht den Arzt sofort platt, also er tötet die magischen Bohnen, also er tötet Dende. Vegeta gegen Freezer läuft dann nicht so ab, wie das Vegeta, ja, er träumt hat und er weint. Und für diejenigen, die jetzt denken, dass ich einen Joke bringe, nein, ich fühle hier mit Vegeta, ganz im Ernst. Goku ist nun wieder fit und trifft auf dem Schlachtfeld ein. Vegeta ist so am Boden zerstört, dass es ihm egal ist, dass er nicht der Super Saiyajin ist. Sein einziges Ziel ist es, dass Kakarot Freezer mit seinen Saiyajin-Händen tötet. Goku erfährt dann von der Saiyajin-Vergangenheit und Vegeta stirbt. Goku begräbt ihn und kämpft dann gegen Freezer, aber nicht aus Rache für die Saiyajins, sondern für Vegetas Vergangenheit, die Freezer zerstört hat, für die Namekianer und für seine Freunde auf der Erde. Freezer sagt dann, dass es ihm wundert, dass es jemanden gibt, der ja so stark ist wie Genio, außer er. Freezer, kannst du dich erinnern an diese lila Katze, die immer so, ich weiß auch nicht, schlecht gelaunt ist? Der war auch nicht so schwach. Zur Ablenkung lässt Goku dann zwei Unterwasser-Kamehamehas auf Freezer los, was auch klappt. Doch danach kontert Freezer mit Steinhagel und Psychokinese. Nach der weiteren Aufwärmrunde entschließen sich die beiden für einen Bodenkampf und Freezer will keine Hände benutzen. Nach einem Hin und Her sieht Freezer sich doch in der Not, die Hände einzusetzen. Freezer geht dann auf 50% seiner Kraft. Laut Databook entspricht das einer Kampfkraft von 60 Millionen. Tenshinhan und Co. denken, dass Goku trotzdem eine Chance hat, da er noch die Kaioken einsetzen kann. Doch er benutzt bereits die 10-fache Kaioken, das haben sie einfach nur nicht bemerkt. Goku geht dann auf eine 20-fache Kaioken ein und kann Freezer etwas entgegensetzen. Das heißt, Gokus Base war so um die 3 Millionen, deswegen waren sie gleich auf. Aber lange kann Goku die 20-fache Kaioken nicht aufrecht halten, also hat Freezer wieder die Oberhand. Goku kommt dann mit der Genki-Dama und auch andere Planeten spenden ihre Energie. Freezer denkt, er macht Ballett und deshalb schaut er erstmal zu. Ich würde sogar sagen, er hat sich echt darauf gefreut, also kein Scheiß, Freezer war da irgendwie gehypt auf das Männerballett. Da er aber kein Ballett zu sehen bekommen hat, schlägt er Goku, doch Piccolo, Gohan und Krillin kümmern sich darum, dass die Genki-Dama weitergeht. Und dann, da Freezer
die Riesenkugel mal selber schmecken. Und das war das Ende der Namek-Saga. Spaß, Freezer steht auf, schießt Piccolo an und tötet Krillin. Oh shit, here we go again. Goku wird dann zum Super Saiyan, im Anime dauert das gefühlt 5 Jahre und im Manga ist es einmal Seiten umblättern. Son Gohan fällt sich sehr erwachsen und flüchtet mit seinem Papa, Piccolo. Freezer darf sich nun auf den größten Durchlass seiner gesamten Rasse einstellen. Ich meine, das war so schlimm, dass Freezer sich solche Komplexe geschoben hat, dass er viele Jahre später selbst Gold werden wollte. Im Original spricht Goku davon, dass er von der Erde gekommen ist, ein reines Herz hat und sein Zorn die legendäre Kraft geweckt hat. In der amerikanischen Fassung spricht er davon, dass er die einzige Wahrheit auf alle lebenden Dinge ist, er das Licht in der Dunkelheit ist und er redet so ziemlich von allem, was nicht Goku ist. Aber hey, was soll's, das sind die Amis. Freezer ballert dann den Kern des Planeten nieder und sagt, in 5 Minuten ist Schicht im Schacht. Was vom Manga-Pacing ungefähr hinkommt, über den Anime reden wir nicht, da war das etwas länger. Freezer sammelt Energie für seine letzte Form und Goku sieht zu, da der Reiz der Herausforderung zu groß war. Goku war auch hier auf Rache für Krillin aus, der Stand jetzt endgültig gestorben ist, da man nicht zweimal wiederbelebt werden kann. Natürlich ändert sich das später, aber zum jetzigen Zeitpunkt war das doch ein bisschen anders, beziehungsweise in Gokus Kopf war es so. Freezer geht dann auf 100% und das dauert länger als ein PC vor über 20 Jahren beim Hochfahren. Freezer ist damit auf 120 Millionen und Goku ist bei 150, bekommt aber kurz aufs Maul. Tut ihn aber nicht weh, Goku wollte nur ein bisschen Freezer verarschen. Während die beiden sich fetzen, kommt Meister Kaios Dragon Ball Kette ins Spiel. Mit den irdischen Dragon Balls belebt er alle wieder, die durch Freezer gestorben sind, das heißt auch der oberälteste Guru ist wieder lebendig geworden, weil er durch die Aktionen von Freezer früher gestorben ist. Also bekommt er seine Restlebensspanne zurück und das heißt, die namekianischen Dragon Balls sind wieder da und das heißt, der dritte Wunsch, der noch offen war, ist auch wieder da. Mit dem Wunsch wollen sie dann alle auf die Erde verfrachten, außer Freezer. Doch Son Goku ändert diesen Wunsch, er möchte auch noch da bleiben. Also wenn alle bis auf Goku und Freezer auf die Erde verfrachtet. Die letzten 2 Minuten brechen an und der letzte Showdown von Goku und Freezer findet statt. Goku gewinnt haushoch und hat seine Rache gestillt, deshalb verschont er Freezer. Er soll mit der Schmach der Niederlage weiterleben, doch als er gehen wollte, greift Freezer hinterlistig von hinten an. Was denn auch sonst. Doch auch das ist für Goku nur Kindergarten. Schlussendlich schneidet sich Freezer mit seiner eigenen Energiediskus. Goku spendet dann wieder Kraft und Freezer hintergeht ihn wieder und stirbt dann auch endgültig. Naja, das würde ich jetzt sagen, aber der nächste Arc wartet schon, während Goku sich auf Yadrat Urlaub gönnt. Das ist jedoch erstmal das Ende der Namek-Saga. Ja Leute, das ist auf jeden Fall mit dem Video passiert. Es ist extrem traurig für mich, weil das ist, glaube ich, das Format, was mir seit meiner ganzen YouTube-Laufbahn am meisten Spaß macht. Und ja, euch gefällt es ja auch. Und das Video hatte 80.000 Views. Die Likes von euch waren auch insane und die Kommentare waren auch wieder mal richtig, richtig nice. Aber das Video wurde gesperrt. So ist es leider. Ich denke, dieses Video wird nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil die meisten haben das schon gesehen. Falls ja, einen riesen, riesen fetten Dank an euch an dieser Stelle auf jeden Fall. Also das möchte ich nochmal sagen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für diejenigen, die das nochmal schauen oder allgemein, wenn das Video nochmal ankommt. Wie gesagt, ich kann euch leider auch nicht mehr sagen. Ich weiß nur, das Video wurde runtergenommen. Der YouTube-Support hat sich darum gekümmert. Vielen Dank dafür. Aber hat mir leider keinen Grund genannt, warum das ganze Video gesperrt worden ist. Deswegen musste ich ein wenig Detective Pikachu spielen und das Ganze selber rausfinden. Hoffen wir mal, ich habe es rausgefunden. Und ja, deswegen der Re-Upload. Ich hoffe, in Zukunft wird das nicht allzu oft passieren, aber ich sage euch eins, falls ein Video fehlt von Anime in Minuten, wird es auf jeden Fall re-uploaded. Wenn es nicht den Kanal gefährdet, versuche ich diese Videos immer online zu halten. Also schauen wir mal, was in der Zukunft mit diesen Videos passieren wird. Ja, ich wollte es auf jeden Fall nochmal re-uploaden, weil das macht keinen Sinn. Ich habe ja die Saiyajin-Saga, Dragon Ball Classic, die Namek-Saga, die Cyborg-Saga und die Buu-Saga. Deswegen, ich denke, dieses Video hier, ja, muss online bleiben. Deswegen habe ich das nochmal re-uploaded. Wie dem auch sei, ich würde mich an dieser Stelle einfach freuen, wenn ihr dem Ganzen trotzdem einen Daumen nach oben geben könntet, auch wenn das Ganze ja schon einmal online war auf YouTube. Damit bin ich raus. Ich bedanke mich für euren Support auf YouTube weiterhin. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.